Hallo, heute möchte ich mich mit dem Härten und Vergüten von Stahl befassen und dabei wollen wir auf die physikalischen Grundlagen, die maßgeblich für beide Verfahren sind, eingehen. Um das Ganze nicht zu komplex werden zu lassen, möchte ich dabei manche Dinge zunächst vereinfacht belassen. Um dem physikalischen Grundprinzip Verständnis abzuringen, müssen wir uns zunächst mal damit befassen, wie sich im Eisen die Atome anordnen. Bei Raumtemperatur entsteht ein sogenanntes kubisch raumzentriertes Gitter und bei dem kubisch raumzentrierten Gitter bildet sich zunächst ein Würfel. Mit gleichen Kantenlängen. Und das, was ich hier male, sind nichts anderes als die Atomkerne selbst, die symbolisch für die Orte stehen, an denen sie sich aufhalten. In Wahrheit bewegen sich außen um die Atomkerne herum die Elektronenschalen, die sich selbstverständlich hier im Gitter mehr oder weniger stark durchdringen. Dadurch entsteht aber im Inneren des Würfels ein Hohlraum, der von einem Atom genutzt werden kann. Und der Kompromiss ist eben, ich baue in dem Gitter ein weiteres Atom ein, werde dafür aber die Kantenlängen ein bisschen vergrößern und damit habe ich eine höhere Massendichte pro Volumen und das ist sozusagen ein energetischer Zustand, den die Materie eigentlich versucht immer anzunehmen. Ja, dieses Gitter heißt dann also kubisch raumzentriert. Wenn wir dieses Gitter nun von zum Beispiel 20 Grad beginnen zu erwärmen, dann wissen wir, dass Wärme nichts anderes ist als Schwingungsenergie der Massen. Und das bedeutet, dass bei zunehmender Wärme die Vibrationen auf den Gitterplätzen zunehmen. Das Gitter wird größer. Wir beobachten natürlich, dass das Material auch länger wird. Und wenn wir das unter dem Mikroskop machen könnten, dann würden wir feststellen, dass genau bei 911 Grad reines Eisen von kubisch raumzentriert nach kubisch flächenzentriert umschlägt. Ein kubisch flächenzentriertes Gitter ist jetzt bei den höheren Temperaturen natürlich von dem Raumvolumen größer. Ich versuche das auch mal ein bisschen anzudeuten. Die Ordnungsstruktur ist nun derart, dass auf den Flächendiagonalen die entsprechenden Atome angeordnet werden. Kubisch flächenzentriert. Ja, und wenn wir jetzt langsam abkühlen würden, dann würde sich das ganze Gitter wieder in den kubisch raumzentrierten Zustand zurückbewegen. Dabei spielt es noch nicht mal eine Rolle, ob ich langsam oder schnell abkühle. Im Ergebnis bedeutet es, dass wieder ein ungestörtes kubisch raumzentriertes Gitter nach schneller oder langsamer Abkühlung des kubisch flächenzentrierten Gitters entsteht. Ja, also Härten oder eine Materialveränderung an der Stelle nicht möglich. Ich stelle mir also vor, und so ist es nun tatsächlich auch, dass zum Beispiel Kohlenstoff, der durch die Stahlherstellung eigentlich immer im Eisen vorkommt, in unterschiedlichen Größen natürlich. Und dieser Kohlenstoff kann jetzt nicht auf den Zwischengitterplätzen eingelagert werden, weil die Elektronenschalen nicht ausreichend Platz für diesen Kohlenstoff bereitstellen. Das ist allerdings bei dem kubisch flächenzentrierten Gitter anders. Dadurch, dass hier die Ordnungsstruktur sich eben auf den Flächendiagonalen abspielt, entsteht gewissermaßen genau hier auf den Würfelkanten ein bisschen Platz und dort genau diffundiert auch mein Kohlenstoff hinein. Das heißt, er kann hier sozusagen in Lösung gehen und lagert sich gewissermaßen hier auf den entsprechenden Zwischengitterplätzen ab. Wenn ich langsam abkühle, zum Beispiel an ruhender Luft oder den Ofen einfach ausmache,
Dann wird der Kohlenstoff wieder aus den Zwischengitterplätzen herausdiffundieren und sich genau dorthin legen, wo er wieder ursprünglich mal war. Aber das ist heute nicht unser Thema, was mit dem Kohlenstoff sonst im Stahl passiert. Dieses langsame Abkühlen lasse ich zunächst mal so stehen, werden uns damit noch ein kleines bisschen befassen, aber wir können jetzt schon folgende Vokabel lernen. Das heißt also, die Umwandlung von einem kubisch raumzentrierten Gitter in ein kubisch flächenzentriertes Gitter, das heißt austenitisieren. Ehrlicherweise vereinfacht, der Kohlenstoffgehalt wird die Umwandlungstemperaturen dieser beiden Gitterstrukturen ineinander verändern, aber das ist auch zunächst mal unter der vereinfachten Betrachtung nicht ein Schwerpunktthema. Was passiert nun, wenn wir das Material nicht langsam, sondern schnell abkühlen? Das heißt, wir werden also zum Beispiel den Stahl ins Wasser schmeißen. Zum Beispiel auf 20 Grad in Wasser oder Öl. Was wird dann mit unserem kubisch flächenzentrierten Gitter passieren? Nun, grundsätzlich will das Gitter wieder in die kubisch raumzentrierte Gitterstruktur. Nun ja, da aber zu wenig Zeit verbleibt, damit der Kohlenstoff aus den Zwischengitterplätzen herausdiffundiert, wird er gewissermaßen zwangsgelöst und eingesperrt auf seinen Gitterpositionen. Man könnte sich ebenso auch vorstellen, dass man dieses kubisch raumzentrierte Gitter jetzt an diesen beiden Stellen hier aufweitet, um den Kohlenstoff sozusagen dann mit Gewalt auf diese Kantenebene hineinzupressen. Das versuche ich jetzt mal hier in meinem kleinen Bildchen zu skizzieren. Das heißt also, der Kohlenstoff soll hier jetzt mit zwischenpassen, das heißt also die gleiche Kantenlänge soll da sein. Und beim kubisch raumzentrierten wären dann praktisch hier hinten die Würfelebenen sozusagen anzudeuten. Naja, und das Ganze, das müsste dann jetzt vielleicht so in der schematischen Darstellung dann aussehen, dass man auch wieder hier erkennt, kubisch raumzentriert ist auch gemeint. So, den Raumdiagonalen. Und der Kohlenstoff, der ist jetzt direkt hier auf dieser Kantenebene eingearbeitet und presst sozusagen den Würfel hier tetragonal, sagen wir, auseinander. So, man kann anhand dieser Grafiken eigentlich im Grunde genommen nur erkennen, kubisch raumzentriert, ja, kubisch raumzentriert irgendwie und stark verspannt. Dieses neu entstandene Material, kubisch raumzentriert mit eingepresstem Kohlenstoff, das hat Werkstoffeigenschaften, die technisch eigentlich nicht zu gebrauchen sind. Das Material ist extrem hart und sehr spröde, sodass bei Schlägen oder Stößen das Material praktisch auseinanderbrechen würde und damit ist es eigentlich so nicht brauchbar. Aus diesem Grunde werden wir das Material nochmal versuchen irgendwie zu entspannen. Das heißt also, dem Material ein bisschen Zähigkeit, Gebrauchszähigkeit zurückzugeben, damit dann sozusagen auch tatsächlich ein Werkzeug, ein Messer oder ein Körner oder auch ein Bohrer oder ähnliches dann daraus entstehen können. Das bedeutet, wir werden jetzt nochmal das Material erwärmen, zum Beispiel auf 200 Grad. Und dann würde gewissermaßen diese rote Kugel der Kohlenstoff ein bisschen herausdiffundieren und die starken Gitterverspannungen sozusagen ein bisschen zurücknehmen. Auch das versuche ich nochmal wieder zu zeichnen. Das heißt also, die Länge wird ein bisschen kleiner, die Verspannung wird etwas geringer. Ja, so. Immer nicht so einfach, das vernünftig dahin zu bekommen. Immer noch kubisch raumzentriert, ja. Und der Würfel und der Kohlenstoff geht ein bisschen hier nach draußen. Also nicht mehr so stark verspannt. Und damit bekommt das Material also eine Zähigkeit,
eine Gebrauchsfähigkeit. Und das ist natürlich hier für unseren Werkstoff dann zwingend auch notwendig. Dieses Erwärmen auf 200 Grad heißt entspannen. Wird immer gemacht bei dem Härten von Stahl, wenn es denn auf diese Art und Weise vonstatten geht. Und damit haben wir praktisch gewissermaßen den ersten Wärmebehandlungszweig schon abgesprochen. Das heißt also eigentlich das Umwandeln von kubisch raumzentriertem Gitter mit separatem Kohlenstoff in ein zwangsgelöstes Gitter, wo der Kohlenstoff irgendwie mehr oder weniger dort eingebaut ist. Und dieser Vorgang ganz allgemein, den bezeichnen wir als Härten. Das heißt also der Weg von hier nach hier, das heißt Härten. Die Materialeigenschaften, die wir haben, sind nichts anderes als sehr hohe Festigkeit. Und sehr spröde. Und spröde soll mal reichen. Jetzt frage ich mich natürlich sofort, was würde denn mit dem Gitter passieren, wenn ich nicht bei 200 Grad, sondern bei zum Beispiel 500 oder 600 Grad gewissermaßen anlassen würde. Eine Erwärmung auf höhere Temperaturen nennen wir nicht mehr entspannen, sondern anlassen. Und das versuche ich mir jetzt auch nochmal zu verdeutlichen. Das würde also bedeuten, dieses Gitter möchte ich jetzt sozusagen auf höhere Temperaturen anlassen. Zum Beispiel auf 500 oder 550 Grad, je nachdem, wie die Werkstoffeigenschaften später gesteuert werden sollen. Ja, wie soll ich mir das Gitter dann vorstellen? Naja, eigentlich rutscht der Kohlenstoff noch weiter aus dem Gitter heraus, die Gitterverspannung nimmt noch weiter ab und auch hier versuche ich das nochmal irgendwie zu verdeutlichen. Die Gitterverspannungen nehmen noch weiter ab. Also man kann es fast kaum noch sehen. So ist die gedankliche Vorstellungswelt jedenfalls. Kohlenstoff ist immer noch irgendwie hier am Start, ja, aber weiter herausgedrückt, blockiert die sogenannten Gleitebenen, sagen wir dazu, und dementsprechend kubisch raumzentriert wieder, bekommen wir dann eine Gitterstruktur, die möglicherweise so in der Vorstellungswelt ihren Platz haben könnte. Der Weg von diesem Material bei 20 Grad dorthin, das heißt anlassen. Wir werden den Werkstoff auf zum Beispiel 500 Grad anlassen, wieder im Ofen und danach allerdings wieder langsam abkühlen. Wir kommen dann zu einem Werkstoff, der, naja, nicht mehr so spröde ist, aber natürlich auch an Festigkeit verliert. So, und das möchte ich gerne nochmal versuchen hier zu verdeutlichen. Das heißt also, der Weg von da nach da oder irgendwie, naja, ich versuche es mal so, von da nach da, das wäre vergüten. Die Werkstoffeigenschaften, die sich dann durch diese Wärmebehandlung ergeben, wären dann hohe Festigkeit, und Zähigkeit. Ja, welche Bauteile werden nun gehärtet? Gehärtet werden zum Beispiel Werkzeuge zur Zerspanung. Das können zum Beispiel sein Bohrer, Fräser, aber auch Zahnräder oder ähnliches, was eben einem besonderen Verschleiß unterliegt. Natürlich auch Messer oder ähnliches. Was wird denn jetzt vergütet? Vergütet werden zum Beispiel Bauteile, die eine hohe Festigkeit eben haben sollen und bei einer kleinen Überlast eben nicht auseinanderbrechen dürfen, nicht glasartig brechen dürfen. Das sind zum Beispiel Schrauben.
eine klassische, zum Beispiel M10-Schraube oder M5-Schraube, was auch immer für eine Größe. Welche Länge ist mir auch egal, aber vor allen Dingen geht es dann immer um die entsprechenden Festigkeitsklassen, die zum Beispiel 8.8 heißen oder 10.9 oder. Wir wissen, dass die erste Kennzahl bei den Schrauben die Zugfestigkeit bedeutet, also in diesem Fall 800, dass das Streckgrenzenverhältnis ist, also 80% von 800, also 640 und analog dazu zu dieser ganzen Geschichte. Weiter sind es aber eben auch Bolzen, können auch Wellen, Antriebswellen sein, die irgendeine Kraftübertragung realisieren sollen. Ja, im Wesentlichen haben wir jetzt das Härten besprochen, im Wesentlichen das Vergüten besprochen. Wir können die beiden Unterschiede zueinander feststellen hinsichtlich des Materialverhaltens, naja, und auch der entsprechenden Temperaturführung. Was wir noch nicht so ganz exakt besprochen haben und manchmal auch tatsächlich nur dem Fachmann vorbehalten ist, sind die Fachbegriffe, die sich daraus ergeben. Bis hierhin ist der Sachverhalt klargestellt. Jetzt kommen die Fachbegriffe dazu. Kubisch raumzentriertes Eisen bezeichnen wir auch als Ferrit. Oder aber auch ganz einfach gesprochen als Alpha-Eisen. Dieses, nach der Austenitisierung, ich würde fast sagen, es liegt auf der Hand, bezeichnen wir das Material als Austenit. Austenit ist also nichts anderes als ein zwangsgelöster Kohlenstoff im kubisch flächenzentrierten Gitter. Und das nennen wir dann Gamma-Eisen. Wir können also sprachlich jetzt formulieren, Alpha-Eisen wird durch Austenitisieren in Gamma-Eisen überführt. Im Gamma-Eisen findet der Kohlenstoff ausreichend Platz, um sich auf den Zwischengitterplätzen einzulagern. Bei schneller Abkühlung und nachfolgendem Entspannen haben wir das Material gehärtet, welches eine sehr hohe Festigkeit und verhältnismäßig spröde ist. Gefertigt werden daraus Werkzeuge. Die Gefügestruktur, die beim Härten entsteht, die heißt Martensit. Beim Härten entsteht Martensit. Wenn wir vergüten, gehen wir ebenfalls vom Gamma-Eisen aus und werden das Material aber nur bei höheren Temperaturen anlassen, je nachdem welches Zusammenspiel zwischen Festigkeit und Zähigkeit gewünscht wird. Das Gefüge, das dann entsteht, das sich im Mikroskop auch sehr unterscheidet zu dem Martensit, heißt dann Bayenit, nach dem Forscher benannt, oder ganz einfach Zwischenstufengefüge, aber darauf wollen wir heute auch nicht eingehen. Das Einzige, was ich noch vergessen habe, ist irgendwie eine Bezeichnung dafür, was hier oben stattfindet. Tatsächlich könnte man nun sagen, naja, wenn ich also aus welchen Gründen auch immer die entstandenen Gefügestrukturen, wie wir sie hier beschrieben haben, wieder zurückverwandeln möchte in ein ursprüngliches, normales, kubisch raumzentriertes Gitter mit irgendwie ausgeschiedenem Kohlenstoff, dann würden wir Folgendes tun. Wir würden zum Beispiel unseren Bayenit erwärmen auf Austenitisierungstemperatur und wir würden ihn einfach nur langsam abkühlen, damit er Zeit genug findet, sich wieder hier neu zu orientieren, der Kohlenstoff. Und das nennen wir ganz allgemein Normalglühen. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir die wichtigsten Elemente besprochen. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen anschaulich. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin.